Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Icon Football Battle hier auf meinem Kanal. Und man kann sagen, ich habe in der allerletzten Sekunde auf der letzten Position noch eine Icon bekommen. Ob diese Icon mich am Ende noch gerettet hat und ich das Battle noch gewinne, werdet ihr gleich sehen. Leute, was denkt ihr, wer gewinnt das Ganze? Hashtag Till, Hashtag Glas. Lasst wie immer gerne ein Like, lasst wie immer gerne ein Abo da, falls du nicht abonniert habt. Ihr wisst es, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, mich nicht zu verpassen. Wir immer noch gerne den Shop auschecken für die neuen Nice Designs. Weiß auf weiß und schwarz auf schwarz als T-Shirt, als Pullover. Das auch als T-Shirt, als Pullover. Check it out. Check it out, viele weitere Sachen. Gratis Autogrammkarte gibt es wie immer dazu. 10 Stück wie immer limitiert. Mit einem Smiley und einer E-Mail-Adresse hinten drauf. Wenn ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei habt, könnt ihr euch bei der E-Mail melden. Ich schicke euch ein gratis Überraschungspaket zu. Abchecken, links oben in der Beschreibung. Check it out. Let's go. Okay, da ist sie doch. Die 3-4-3-Formation. Mal gucken, wer der Captain wird. Ab geht's. Direkt mal. Oh, Ori. Ori. Digga, oh, hab ich noch nie gehabt. Der ist neu. Ja. Der ist neu, ey. Einfach mal. Ori. Easy. Oh, es geht raus. Antieri, Ori. Okay, das könnte vielleicht, wenn du es jetzt gut baust, absolut heftig werden, dann müssen die Spieler jetzt gut werden. Ab geht's. Man of the Match. Jahan Baksh. Ja, nee, Jahan Baksh oder irgendwie. Warte, Jahan Baksh. Doch, Jahan Baksh ist richtig, glaube ich. Deswegen ist Jahan, der einfach. Jahan Baksh. Ja, oder Jahan Baksh wird das vielleicht wie so ein Ich ausgerufen. Jahan Baksh, egal. Oder Jahan Baksh. Vierstellen Skill, vierstellen scharfer Fuß, gar nicht so schlecht, Alter. Ohne Witz. Okay, mal das weiter. So. Innenverteidiger. Pablo. Oh, Pablo, der sieht jetzt schon aus wie eine Legende, Mann. Ist schon broke, ne? Ja, mal den hier, der 76 ist. Aber, ja, das ist, ja, Bundesliga. Aber der ist halt 76, so, den tue ich hier raus. Also, ja, von Dinge. Okay. ZM, erster ZM. Genau. Oh mein Gott. Das aber das ist ein, in dem Sinne kann es ein gutes Zeichen sein. Das ist, Alter, du kannst. Das ja, wird. Scheißegal, der Hut. Aus dem nächsten Bundesliga. Das ist eher mehr ein schlechtes Zeichen. Nee, der Hut nehme ich jetzt nicht. Ja, aber die anderen sind auch alle komplett komische Liga. Nimm der Hut. Ist ja wieder. Warum, jetzt habe ich hier zwei Bundesligaspieler drin? Zwei Non-Spieler. Okay, mal weiter. Oh Mann, ey, immer wenn der Ikone wird. Was soll ich jetzt hier machen? Link, Flügel. Ja, links Mittelfeld. Das glaube ich, Flügel. Was sind das hier gerade für. Alter, was ist das? Meine Güte. Was ist das für ein Scheiß hier gerade? Ah, das war's, glaube ich, wieder mit dem guten Draft. Okay, Innenverteidiger, die müssen jetzt gut werden. Wenn das. Na, das wird auch wieder nichts. Blaue Animation. Wir nehmen jetzt hiervon wieder mit, Nacho, Alter. Nacho, Digga. Also, du brauchst jetzt. Der muss jetzt gut werden. Ja, das, wenn jetzt Team of the Year wird, bist du vielleicht wieder zurück im Game hier, aber naja. Jetzt muss ich auf. Ich muss nicht ehrlich auf La Liga gehen, oder? Ja, ist verarschen. Anscheinend schon. Bin ich noch nie. Aber dein Team. Ist neu für mich. Es könnte sein, dass die Bank dann wieder heftiger wird. Du kennst es ja. Witz, ich bekomme. Nee, Alter. Will ich jetzt nicht mitnehmen, Mann. Nimm ihn mit, Moutinho. Musst du, glaube ich, schon fast. Sau, Bro. Okay, Toyota. Ja, Toyota ist wichtig jetzt. La Liga, Oblak, perfekt eigentlich. Oblak. Oblak ist aber. Ich brauche Oblak. Nimm Oblak mit. Würde ich auch machen. Also, nur mal sicher jetzt erstmal gehen. Gerechter Flügel. Genau, 79er Bewertung. Ist eigentlich broke. Salah. Aspas brauche ich aber noch. Ja, stimmt. Ah, ja. Ist jetzt eigentlich eh egal. Aspas kannst du eigentlich auch mitnehmen für die Chemie, aber kriegst du wahrscheinlich gleich auch nochmal irgendwie. Von daher, okay, Stürmer, wenn der jetzt nochmal gut wird. Suarez. Das ist nochmal nice. Das ist natürlich fresh. Aber Benzema ist halt wegen. Wegen Frankreich. Da hast du gar kein Rating, du musst schon Suarez nehmen. Okay, du hast. Warte, du hast 92. Was ist das für ein broken Team, Mann? Du hast zwei Spieler. Ne, drei mit Oblak, der ist auch noch da. Aber die Bank könnte jetzt krank werden oder auch nicht. Fabinho ist. Okay, nimm ihn mit, oder? Ja, muss ja so oder so. Rein für der Hut. Oder dahin. Ja, läuft auf jeden Fall. Neuer würde eine Innenverteidigerkarte, ne? Aber das ist die ZM-Karte. Oh, Christos Dolopodos ist auch wieder am Start. Absolute Legende. Ey, sag's dir, absolute Legende. Laxalt, auch Legende. Spielt jetzt Laxalt, boah, den nehmen wir sofort jetzt mit. Jetzt wieder bei AC Mailand, ey. Wo den stellen wir hier in den Sturm. Laxalt, bester Spieler. Absolute Legende, Mann. Der war bei der letzten WM gar nicht so schlecht, ohne Scheiß. Ah, Mann, deshalb ja bester Spieler. Ist halt ein bisschen Reus mit, ne? Also ein High-Rated Draft wird das hier auf jeden Fall nicht, ey. Das ist schon klar. Sterling. Ah, Kluivert. Sterling. Sterling, aber. Sterling. Nimm den Sterling mit. Ja, mal gucken, Alter. Also denn, ich weiß nicht, Mann. Manchmal ist es nicht so gut, wenn man als Captain direkt so einen heftigen Spieler wie Ori kriegt. Weil die Spieler, die danach kommen, sind teilweise. Oh, schön auf eine 88 Bewertung. Die Journey is real, Leute. Läuft, die Journey is real, da geht's los. Ah, okay. Hier nochmal grüner Link. 5 Chemie. Ja, aber zimmern wir hier nochmal rein. Ja, bringt alles. Ich glaub's wohl, Digga. Ja, mach erstmal weiter. Das bringt jetzt alles hier nichts. Aber von daher. Naja. Oh, jetzt habe ich einen zweiten gemacht. Also, ja, Vinicius, der ist nicht schlecht, Mann. Den kannst du jetzt
auf den linken Flügel stellen eigentlich. Ja, oder so erstmal. So ist einfach erstmal besser. Ja, Neymar musst du draußen lassen, der passt gar nicht rein. Stell mal Fabinho. Ah, nee, lass erstmal. Du musst erstmal gucken. Obwohl, du kannst das Mittelfeld machen. Mach mal Fabinho und Moutinho ins Mittelfeld. Dann hast du nämlich Fabinho links rüber für Reus. Dann linkt er nämlich deinen Dings. Und jetzt packst du noch hier Moutinho rein, den Portugiesen unten, ZM. Der ist ja auch noch Premier League. Den packst du aber ins Mittelfeld. Zack. Ah, okay. 89er Wertung, immerhin, Alter. Hast du noch was annähernd Gutes rausgeholt? Ja, mach so. Ja, ich mach hier Sterling. Ja, mach erstmal weiter. Du brauchst Innenverteidiger. Bringt sonst eh nichts, Mann. Du musst irgendwie gucken, dass du. Na, Innenverteidiger, irgendwie sowas. Ich brauch eigentlich alles gerade noch. Du brauchst echt alles. Nimm mal den mit Kokkelin. Für La Liga geht mal klar. Ah, der linkt sogar dein. Ja, es war. War in Ordnung. Ich brauch nur ein rechtes Mittelfeld jetzt. Okay, 5 Spieler noch. Krieg ich gar nicht mehr, oder? Ja, mach weiter. Nee, ja, könnte vielleicht. Aber glaube ich eher nicht. Oh, Mata. Oh, De Bruyne, ey. Boah, nimmst du den mit? Puh, das ist die Frage, ey. Ich kann ja nicht einen De Bruyne da liegen lassen, aber ja, geht echt der nicht. Bringt mir ja nichts. Ja, fürs Mittelfeld einfach reinstellen, sieht einfach fresh aus. Ja, aber Mata ist auch nicht La Liga, ne? Nee, der bringt ja auch nicht viel mehr. Ja, der bringt mir gar nichts. Mata bringt ja auch nicht viel mehr. Wo? Ja, Mata hätte auch nicht so viel mehr gebracht. De Bruyne bringt ja, hier, auch einfach. De Bruyne. Der bringt sogar im Sturm mehr, ey. Das im Sturm, ist Alter. Okay, das. Jetzt kommen dann die ganzen Heftigen. Ja, super, danke. Euch viel. Vidal, ey, Ehrenmann. Iaramendi, der Spanier vielleicht, das Mittelfeld. Aber da brauchst du halt noch einen anderen Mittelfeldspieler, sonst bringt er. Ja, okay, aber du brauchst halt jetzt noch einen zweiten Mittelfeldspieler aus der La Liga, den kriegst du wahrscheinlich nicht mehr. Das war schon broken, muss ich sagen. Das ist echt das schlimmste Draft. Maguire, ey, du hast wenigstens mal einen Innenverteidiger aus der Premier League. Ja, aber der bringt ja auch nicht viel, oder? Ja, bringt eigentlich gar nichts. Obwohl, der linkt dann immerhin. Na, bringt gar nichts. Da, ey. Also es hat wirklich sehr gut angefangen mit Thierry Henry, aber danach kam halt wirklich nichts mehr. Ja, mach erstmal die letzten zwei. Also ganz ehrlich, das ist das schlimmste Draft, was man. Kannst du dir glaube ich nicht mehr rausholen. Also mehr Pech kann man gar nicht mehr haben, Alter. Rami ist noch am Start. Nein, nehmen wir den hier noch mit. Pereira oder Caligiuri, ist echt scheißegal, ey. Das Draft kann man vergessen, ich brauche nicht sortieren. Pinke Animation noch. Ja, wow, Alter. Wow. Testigen, Alter. Läuft. Testigen. Okay, dann schauen wir mal, wie das Draft bei mir aussieht. Vielleicht bringt Testigen ein Tor, wieso noch mehr? Schauen wir mal kurz. Ja, schau mal kurz, das sehen. Ne. Dann schauen wir mal, wie das Draft bei mir aussieht. Bin ich gespannt. Ja, ich brauche jetzt nicht mehr sortiert. Wird interessant. Wird das jetzt ein 100? Wahrscheinlich nicht interessant. 176 oder so? Scheißegal, ey. Damit. So, die Formationen sind echt broke, man. 5-3-2 ist schon die beste Formation hier. Ey, das absolut unfassbar. Ja, keine Icon. Scheiße, Mann. Das ist natürlich die größte Chance jetzt beim Captain. Hazard, Linksverteidiger. Läuft auf jeden Fall. Okay, ich brauche Minimum eine Icon, Digga. Du hast Ori. Schon nicht schlecht. Was hat's für ein Gesamtdraft? Aber Gesamtdraft war 179 oder so, ne? War broke. Ich weiß es nicht. Doch 179. Nein, Digga, das war besser, oder? Ach, keine Ahnung. War das nicht? Ich mache jetzt eh zwei Icons. Doch, was war 179? Doch, doch. Absolut broke. 100. Come on, Mittelfeld-Icon. Man kriegt nie eine Mittelfeld-Icon. Nie. Ich würd dir raten, den Modric. Ne? Ohne Witz. Du brauchst einfach irgendwelche High-Red-Spieler, der ist Kroate, linkt. Ja. Ist halt. Naja, Team of the Year Chance ist halt weg, aber naja. Boah, hier, der nächste. Ich baue ja volles Kroatien. Ey, neue Challenge. Volles Kroatien. Ey, hier auch, Alter. Wieder, Volles Kroatien-Team. Krank. Ja, wen soll ich mitnehmen? Koluka ja. Eigentlich higher rated. Aber den kann ich gar nicht einbauen. Der spielt bei Lokomotiv Moskau in Russland. Wie soll ich den einbauen, ey? Ja, wenn du gleich Dings bekommst, Yashin, dann mag der den, weißt du? Arthur 90 rated, geht klar. Komm, Team of the Year, das könnte Team of the Year werden. Ab geht's. Ja, Upamecano. Gümmels, Alter. Gümmels. Ich weiß nicht, Upamecano passt halt, den kann ich auch, glaube ich, gar nicht ein. Der hat 88 Tempo als Innenverteidiger. Was ist da los? Ich glaube, ich nehme den erstmal mit. Süle hat nur 67 Tempo. Ja, check ich auch nicht, Mann. Aber der hat irgendwie 80 Antritt oder so, aber nur 67 Sprintgeschwindigkeit. Sergio Ramos, Team of the Year. Bloß auf Umtiti. Ja, Umtiti. Der Umtiti bringt eigentlich den meisten Drafts. Irgendwann braucht man den immer. Ja, den braucht man echt immer. Irgendwie braucht man den irgendwann immer. Wenn man den nicht braucht, braucht man ihn jetzt. Vielleicht kriegst du gleich Aua, dann hast du ja Upamecano gut in der Stühle. De Gea oder so. Das könnte echt De Gea Team of the Year werden. Blaue Animation war schon das ein oder andere Mal, aber Asenio ist auch enorm. TF ist knapp an Yashin vorbei. Ja, Asenio ist eigentlich ganz gut, man 87 rated. Bringt ja wohl nur zu den Ramos-Link, man sieht es gar nicht, aber. Ja, der linkt den Ramos nur, aber das war es auch. Cavani. Das ist eine Legende. Scheiße, Mann, ey, ich baue eine Icon. Du hast Adruis. Ja, aber das bringst du scheiße. Nimm mit, nimm mit. Ich nehme Risiko, Cavani. Das ist doch kacke, was will ich mir mit 83er? Das ist all broke. Vielleicht bekommst du ja oben Dings. Das Risiko wenn du im Sturm Dings bekommst, Mandzukic. Ja, hast du wieder Kroatien. Das Risiko gehe ich lieber ein, okay, Stürmer, komm. Oh, was ist das? Meine Fresse, sicher an der Animation, ey.
Scheiße, Perez mit der. Oh, hier ist Salah, Alter. Richtig traurig, dass er im Flugzeug vorgelegt, seitdem nicht mehr aufgefunden worden bislang. Da ist er, im Draft gibt's ihn noch, ey. Ich hoffe mal, er taucht bald wieder auf, ey. Ich weiß halt nicht. Aber wahrscheinlich sieht schlecht aus, die Situation. Naja, nehmen wir Perez mit der. Perez, ja. Er sieht ein bisschen aus wie Roger Shaw. Das Perez sogar mit. Naja, egal, was soll's. Weiter geht's. 5 Reservespieler noch. Oder Vinicius, nice. Digga, also ikonmäßig bist du gerade nicht so gut am Start, ne? Kann man sagen. Ey, das kann das sein, aber dann ehrlich. Scheiße, Icon sieht absolut scheiße aus. Ich kriege auch keine Ping-Animationen, Alter. Wo bleiben die denn hier? Neymar. Russen, okay, bester Name. Ey, ich habe voll die high-rated Spieler hier, aber. Ey, Neymar müsste was bringen, was soll denn der trotzdem? Cavani, ey, oben. Neymar, was muss was bringen? Scheiße, Alter, chemietechnisch. Ich bin schlechter chemietechnisch als bei dir. Da habe ich ja niemals erwartet, aber. Du bist sogar schlecht. Von der Rating her bist du aber besser. Ich hatte ein 88er Rating. Aber chemietechnisch geht da hier gar nichts. Boah, ey. Aber Icon-technisch geht auch nichts, ey. Da dachte ich schon eine, okay, ist machbar, aber. Ey, der. Der hier. Obwohl, ja, aber der bringt auch gar nichts. Aber bringt dir gar nichts, aber nimm mit. Nimm ich mit. Ein 90er. Zack. Geschenken Gaul hat man nicht aufs Maul, ne? Der bringt da wirklich nichts, ne? Wow, aber der bringt schon ein bisschen eine Raid. Ey, ich brauch Icons. Wo seid ihr, Mann? Wo sind die Icons? Guck mal, das Ding ist. Du kannst eigentlich so eine Formation wie 5-3-2 nicht mitnehmen, weil man zu viele Flügelspieler bekommt. Und dann hast du immer eine verschenkte Position, ey. Das ist eigentlich unnötig. Nimm mal Valencia mit. Auf Beste. Ich nehme Salah mit. Bringt mir auch nichts. Was soll ich Valencia mitnehmen? Der hätte mir ja auch nicht weitergebracht. Oh, Marcelo. Marcelo. Oh, Ronaldo. Ey. Stell dir mal vor, du hättest jetzt Marcelo auf schnell mitgenommen. Das kann nicht sein. Und dann hätte man doch so Ronaldo wegblitzen sehen, ey. Ronaldo ist am Start. 99er Team auf dir, ey. Scheiß die Wand an. Ja, nehme ich natürlich mit, aber. Wenn der jetzt noch bei Real wäre, ne? Ey, der bringt sogar was gegen deinen. Ja, weil der Alan linkt. Ja, warte, dann mach ich so. Ey, wenn Ronaldo jetzt noch bei Real wäre, wie Baba wäre das, Mann? Das wäre so Baba-mäßig, ich sag's dir. 91er Wertung. Wow, Pink. Let's go. Come on. Ah, scheiße, Mann. Ey. Coutinho. Ah, das war die Pinke, ne? Das hätte doch die Icon. Och, mein Gott, ach, das ist doch scheiße. Das hätte ein Icon werden. Ich glaube, eine Pinke habe ich noch übrig. Seri, Alter. Bester Mann. Cool, ja, du hast einen Sergio, du hast einen Cristiano, Digga. Ist alles komplett broke. Ey. Traoré. Ich hab die heftigsten Spieler, aber ich komme halt auf gar keine Chemie und hab nicht eine Icon am Start. Was ist das denn? Boah, nimm Obuem Swag mit. Ja. Ehrenmann, größter Ehrenmann. Absoluter Ehrenname hat er. Okay, come on, let's go, die letzten zwei Spieler. Swag heißt der. Ey, meine Güte. Was hat er für eine Frisur, Mann? Frisur lang immer. Die ist außer Rand und Band, Alter. Ja, aber er bringt wenigstens 5 Chemie. Chemietechnisch sogar noch schlechter als du. Komm, letzte Chance. Komm. Ja! Yoshi. Ja, aber du musst jetzt die Chemie höher kriegen. Ich muss die Chemie jetzt noch höher kriegen. Du hast 179 insgesamt. Ja. Das kann ich toppen. Das kann ich vom Ding her toppen. Da bekommt er noch einen Yashi. Ey, das gibt's echt nicht. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen, Alter. Scheiß jemand an. Ja. Aber reicht das, Digga? Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Das könnte schon vom Ding erreichen. Boah, ich habe voll die heftigen Spieler, Mann. Da krieg ich noch Yashin, ey. In letzter Sekunde. Nee, ich glaube, soweit ich jetzt, wenn ich mich mit meinem Mats am Ende bin, dann hast du einen 174er gerade. Ich schau mal kurz. Aber ich kann auch durch Bewertung vielleicht ein bisschen was hochpushen. Komm, push das Ding mal auf 90 hier hoch, oder? Die Kacke. Der scheiß Silberspieler hier. Ganz nah hinten, oder? Ja, 90. Nice. Jetzt hast du ungefähr einen 175er. Ich war auf 179. Das kann nicht sein, dass du sogar noch besser warst als ich, ey. Kann sein, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher wegen Mavs. Mehr kann ich, glaube ich, auch nicht machen. Ob Mavs gerade scheiße sind bei mir. Ja, mehr kann ich nicht machen, ist das Ding, weil ich habe keine passenden Spieler mehr. Shit, ey, ich habe keinen Linksverteidiger, gar nichts, ey, ne? Das ist. Jetzt egal. Miese Zeiten brechen. Aber warte, ich habe gerade noch einen Manager hier. Ein Chemiepunkt, dein Scheiß Ernst, auch ein Chemiepunkt. Ey! Die bringen alle einen Chemiepunkt. Alle nur einen. Ich glaube, du bist auf 177. Das gibt's doch nicht. Das ist einfach kacke, Mann. Ne, 100. Was bist du? 176. Der gewinnt sogar noch. Leute, das war's von diesem Draft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Premium, Leute. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wie immer, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne so ein Team zu verlieren. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ihr wisst es gerne, den Shop auschecken. Für die nice Designs als T-Shirts, Pullover in schwarz und in weiß. Ihr wisst es. Und so auch noch als T-Shirts, Pullover. Gratis Autogrammkarte gibt's noch dazu. Wie immer, 10 Stück davon sind noch limitiert. Mit einem Smiley und einer E-Mail hinten drauf, meldet euch bei der E-Mail, wenn ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei habt. Ich schicke euch dann noch ein Überraschungspaket aus meinem Shop zu. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.